Okay, wir haben eine Schweinemaus hier direkt am Anfang. Und es ist ungewohnt, wieder zwei Controller in der Hand zu haben. Und mit dem linken nach oben zu gehen, und man geht nicht nach oben. Nee, ich kann mich daran erinnern, dass die Schweinemaus irgendwas wollte. Genau. Diesen Kill. Mal probieren. Hey, was? Eigentlich ganz auf der Karte. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon ausprobiert. Mit der Fusion? Ich glaube, das ging nicht. Hallo Nachi. Ja, das ist ein Strange Game. Ganz normal. Ja, okay. Ich hab den Pin nicht. Mit den Kirschen. Oh, doch, hab ich. What? Seit wann hab ich den? Okay, Flammenkiller. Die muss man da rein. Oh, der war weit neu. Weit neu ist nichts gut. Wait. Oh. Ich hätte vielleicht auch noch lesen sollen, wie ich den Pin aktiviere. Das wäre nicht schlecht gewesen. Uff. Uff. Keep auf Neckel. Okay. Um eine Flammkugel in die Richtung zu schleudern. Gut. Gut zu wissen, dass das die Mechanik ist, die ich am wenigsten mag. Hört man mich eigentlich laut genug? Dadurch, dass ich lange nicht von so einer Konsole gespielt habe. Okay, jetzt muss der Pin nur noch stärker werden. Also den merken wir uns mal wieder. Das Schwein. Apotheke ist immer gut. Synkrate, Angriff. Mut um 20 ist schon mal nice. Die Hälfte meines Geldes und wenn ich mich recht entsinne, habe ich kein Geld mehr. Also keine Geldpins mehr. Hello. Ich habe zwei. Verteidigung für Neku. Würde ich jetzt im Endeffekt zu sein skippen und alles für Beat kaufen, wenn wir im nächsten Kapitel sind? Hört sich etwas leiser an. Guten Abend. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Thank you. Oh, ich glaube, das ist dieser Laden, den man irgendwie sehr, sehr selten hat. Oder besuchen kann. Es hat so gute Sachen, aber ich habe kein Geld mehr. Oh Gott, dammit. Hier sind die ganzen Materialien, die ich quasi farmen müsste im Endgame. Mal gucken. Hey Joshua, was machen wir eigentlich nach langer Zeit? Tell me. Nur noch der Boss von Uragawa. Das sagt mir total, wohin wir gehen müssen. Aber gut. Dadurch, dass ich die Schweinenäuse eh benutzen müsste. Das war der falsche Knopf.
essen wir erstmal eine Runde und kämpfen. So, jetzt ist wieder die Frage, was geben wir uns zu essen? Meine, unsere Ausrüstung ist scheiße, auf gut Deutsch. Aber Neko braucht eigentlich immer nur Mut. Mut um 5, gib her. So, und dann kriegt Joshua LP, ne? Alles wird jetzt LP erhöht. Weil das behält Neko auch. Habe ich echt nichts für LP? Oh. Oh. Ich habe vergessen, dass ich ja 3 Stück davon habe. Uff. Ja gut, 3 LP. Habe ich echt nichts Besseres für LP besorgt? Ja gut, dann müssen wir mit 3 LP-Steigerung leben, oder? Oh. Da haben wir es doch. Hier, nimm Riesenburger. Ich werde sterben. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich kämpfe. Jetzt habe ich auch noch White Noise. Sehr gut. Oh. Level up. Auch gut. Nee, ich konnte ja das hier machen. Schöne Autos gesehen. Ja, da war ich kurz wieder am Fragen, wie man sich überhaupt wieder mit Neko bewegt. Wait. Ach, das ist kein Level Up. Das waren die Attacken von Joshua, die neuen. Er hatte ja ein Upgrade bekommen. Und sag mal, wann kann ich dir überhaupt Schaden machen hier? Eigentlich machst du mir nur ständig Schaden. Danke. Und wie geht's heute? Ja, gesundheitlich am besten. Du bist keine White Noise, ne? Ah. Und das. Komm on, alle Pins auf Cooldown. Ich weiß nicht, was Joshua sonst noch kann jetzt. Außer das Gram. Seitdem. Oh, Laserstrahl? What? Komplett vergessen, dass Joshua andere Pins hat. So, ich habe eine Viererkette, ne? Ich sollte hier die Synchro aktivieren. Ich hasse es immer noch, wenn die Switch-Controller so ein bisschen ihren Fokus jedes Mal verliert. Dass man mitten in den Kämpfen das noch anders machen muss. Neu kalibrieren. Okay, mit einem großen Auto sollte es doch funktionieren, oder? Hallo? Mit einem großen Auto sollte es funktionieren, habe ich gesagt. Das war Laser. Hallo? Ich will das Auto... Dann halt ein Laser, ne? Keine Ahnung. Check-Titel sind immer gut.
Grizzly. Okay. Kann mich jetzt nicht daran erinnern, Grizzly irgendwann mal gehabt zu haben. Um ehrlich zu sein. Grizzly. Kratze im leeren Raum, um eine Schockwelle zu erzeugen. Versuch kontinuierlich Schaden und manchmal MP-Entzug auf Gegnern. MP-Entzug ist schon mal nice und nur so kratzen ist auch nice. So, was war das hier? Tipp auf einen Gegner. Also setzen wir das mal. So, Hauptsache wir leveln den hier. Auf maximal Level und dann mal gucken, ob das ausreicht, jetzt die Schweine neu zu besiegen. So, 4 weitere Kämpfe. Gut, besiegen wir mal die White Noise Seer. Hier gab es sie auch nicht. Mal gucken. Vierer Chain wäre willkommen. Thank you. Stimmt, ich kann jetzt mit Gegnern und mit anderen Leuten interagieren. Jetzt habe ich losgelassen. Aber wie mache ich genau den Laser? Gute Frage, nächste Frage. Ich hätte den Fireball vielleicht mal vorher leer machen sollen. Ja gut, den Gegner jetzt so quasi zu nehmen, weil es schlecht, wenn alle weg sind. Wie mache ich den Josh? Also manchmal denke ich, ich habe das raus mit Josh und dann kriege ich den Gegner an, so wie jetzt, und dann funktioniert das nicht. Okay. Your good is gone. How's my aim? How's my aim? Da war das Level. So, die Frage ist, ist das jetzt der dritte Kampf? Sollte es sein. Ich glaube, das Spiel wäre so viel einfacher. Nein, das war schon der vierte. Ich glaube, das Game wäre so viel einfacher, wenn ich nicht Koop als 1 spiele. Okay. Neko kriegt wieder Essen. Falsch. Und ich sollte mal den Grizzly ausprobieren. So. Neko, kannst du das noch nehmen? Da braucht man nur 3. Okay. Dann würde ich sagen 3 Kämpfe. Und hoffen, dann ist der Pin auch endlich gemaxt. Und dann können wir die Schweine das nochmal ausprobieren. Warum kann ich jetzt nicht 2 auf einmal reinziehen? Das ging doch mal.
ja. Wieder neu kalibrieren, mein Partner. Ah, okay, es dauert eine Weile. Probieren wir es mal aus. Macht schon eine Weile lang Schaden, ne? Oh, hat er nur einen Use? Okay, das ist gut. Gut zu wissen. Ich meine, kann man sich ja alles im Menü durchlesen, aber. Nein! So langsam geht's wieder. Mut ist echt nice und der Pin braucht einen Kampf. Yikes. Werde mutig, Neku. Werde mutig, dass du Frauenkleider anziehen könntest. Komm schon. Zweierkampf und dann das Schweinchen. Steuerung noch extra einzufügen. Dazu muss man Neko einfach nur bewegen und das vergesse ich irgendwie jedes Mal. Weil in der Theorie kann man halt immer noch während man spielt die fucking Controls bewegen, weil man ja eigentlich nur klickt und zeigt. Und die Cursor irgendwie gar nicht bewegt. Damit die Kamera noch zu steuern, das wäre genial. Oh! Nein! Nein! Das war jetzt echt alles umsonst. Ist das dein Ernst? Jetzt macht der Pin auch keinen Schaden mehr, right? Ach, come on. Come on. Warum musst du dich entwickeln? Ah, darauf hätte ich achten müssen. Gott verdammt. Erstmal den ganzen Spahn wieder verkaufen.
God damn, das triggert mich gerade so ein bisschen. So ganz leicht. Ich glaube, um den nochmal zu bekommen, müsste ich jetzt nochmal alte Story lang farmen. Ich glaube, das war so ein Win. Naja, immerhin kann ich... Oh, das ist dann einfach nur nachgucken, farmen, nachdem die Story fertig ist. Ja, alles gut. Nervt trotzdem. Also ich hatte die Choice, meinen Angriff zu erhöhen oder den Level des Pins für Damage. Hab mich halt dafür entschieden, den Pin zu leveln. Was ja an sich nicht verkehrt ist. Was ist das ja eigentlich für ein Ding? Das wäre gut in Kombination mit Grizzly. Dafür bräuchte ich aber nur einen Slot, weil ich sonst zu wenig Angriffspins hätte. Gott, ich habe lange nicht die Pins aufgeräumt. Kann das? Okay. Können wir trotzdem so behalten erstmal die Aufstellung? Außer, dass wir den Dashpin für dich reinnehmen. Dich will ich schon immer behalten, weil du bist so das Beste. Okay. Das heißt, enttäuscht, wir haben nur, apropos, wir haben nur, wir können trotzdem mal ein neues Essen reinschieben, ne? Jedenfalls für Joshua. Noch einen Burger willst du nicht, ne? Also, so einen großen. Ja, Neko sollte vielleicht auch so ein bisschen Angriff geben irgendwann. Weil selbst wenn ich Mood level early on, ich habe nicht wirklich gute Ausrüstung. Noch nicht. Keine der Wege sind verfügbar. Ich sehe kein Wall-Menschen. Muss ich mit dir reden, Joshua? Nein. War das nicht der Weg? Habe ich irgendeinen übersehen? Ich kann nicht hier oben rein. Ich könnte nur das Minigame spielen. Oh nein, ich habe die Story ja nicht angefangen. Ich habe die Story bei der Schweinenäuse beendet. Ei. Wir sind da. Wie spät ist es? Noch 30 Minuten. Kinderspiel. Machen wir das Ding platt. Ha, Bossfight. Als ob ich wüsste, was ich tue. Was ist mit dem Dashpin? Ist das nicht scheiße? Was ist mit dem Dashpin?
now's my aim. You are done. Hallo, Feuerwelle. Sehr nett. Okay, da hat der Dash irgendwie geklappt. Was auch immer ich getan habe. On Mio. Sagt mir gerade nicht so viel. So, Angriff von Joshua ist immer gut. Gilt, ist jetzt auch immer gut gesehen oder gern gesehen. Mission erfüllt. Halt durch, Shiki. Nur noch einen Tag. Oh, P-Face. Oh, Deutsch. Sehr da spaßig. Ja, du mich auch. Sehr da. Ach, mein Kopf. Schon wieder. Ja, hallo auch. Langeweile mal wieder. Oder nur einsam. Kann euch zwei nicht sterben lassen. Sonst geraten meine Berechnungen total durcheinander. Ich würde alle Motivation verlieren, etwas zu erschaffen. Freut mich, dass ihr durchgekommen seid. Freuen? Warum sollte er sich freuen? Ah, du warst also der geheimnisvolle Helfer im ersten Kampf. Vielen Dank dafür. Wer zu schwach ist, um so eine 0-0-0 zu schlagen, ist Müll. Hat uns geholfen? Wisst ihr noch, was morgen ist? Tag 7, der magische Tag, an dem ich Hand anlegen darf. Zeit für ein kleines Quiz. Wie schnell werde ich euch auslöschen? Nicht so schnell, hoffe ich. 299.792.458. Was? Ich dachte jetzt gerade Millisekunden, aber das sind Meter durch Sekunde, also eine Geschwindigkeit, what the fuck? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Was? Lichtgeschwindigkeit? Ich korrigiere die Abweichung, die dich letztes Mal an dieser Stelle gerettet hat. Diesmal bist du tot. Der Schmerz lässt nach. Komm, kriegt Neko Kopfschmerzen. Wenn P-Face in der Nähe ist, sind er und ich irgendwie verbunden? Morgen wird kein Spaß. Ich kann nur raten, was er vorhat. Letztes Mal. Was hat er damit gemeint? Hat er mit Joshua geredet? Anscheinend hat der Zahlenfuzzi ihn auf dem Kieker. Die beiden haben sich also schon einmal hier getroffen. Wann? Ich kann es niemandem verübeln, wenn er diesen Kerl vermöbeln will. Aber er muss sich hinten anstellen. Und morgen alles erledigt ist. Sprich ruhig aus, Neko. Damit ist Yamashiros Bericht beendet. Die Tabu-Neues gehen also auf Minamimotos Konto. Das ist Hochverrat. Gestatten Sie, dass ich mich um Minamimoto kümmere? Nicht nötig. Ich werde seine Strafe mit dem Komponisten besprechen. Und ich möchte deine Kopfhörer als Ausrüstung haben. Denn wenn ich mich recht erinnere, sind die OP. Du brauchst dich damit nicht zu belasten. Verstanden. Dies ist allerdings ein dringendes Problem. Ich hoffe, Sie werden es schnell zum Abschluss bringen. Nun zu der Angelegenheit des illegalen Spielers.
Darf ich hier aktiv werden? Oder ziehen Sie es vor, das mit dem... Nur zu. Die Regeln sind eindeutig. Jawohl. Illegaler Spieler? Noch eine letzte Bemerkung. Ein gewisser Spieler hat große Widerstandskraft gezeigt. Neko Sakuraba. Was halten Sie von ihm? Ha, Sakuraba, natürlich. Und ich dachte schon, ich hätte ihn durchschaut. Anscheinend wissen die was, was wir nicht wissen.